Und herzlich willkommen zurück zu The Amber Throne. Ja, das letzte Mal sind wir einen Weg lang gegangen und haben andere Wege gefunden und haben gekämpft und haben diesen Busch gesehen und wir gehen weiter, denn da sind Spinnen und die Ingame-Kampfmusik wird doch immer... Nein, es sind keine Spinnen, es sind... Sie gehören zwar zur Familie der Arachno... Irgendetwas, der Arachnen. Aber es sind keine Spinnen, es sind Skorpione. Da habt ihr mich ganz schön reingelegt, ihr Skorpione. Ich hielt euch für Spinnen. Aber ja, ihr erwartet was anderes. Skullbash. Natürlich hat Oboa sich uns angeschlossen. Da sind wir noch relativ laut auf meinen Ohren. Was fällt euch ein? Könnt ihr euch einfach zum Brennen bringen, der arme Junge. Yeah, Doppelschlitzen. Das gefällt mir nicht, dass sie so resistent sind. Ah, ein Donnerschlag. Oh, dagegen sind sie schwach. War natürlich klar. Das, was ich als letztes benutze, dagegen sind sie schwach. Oh, ich habe ihm seinen Schwanz abgeschnitten. Gut. Und er hat ihn nachwachsen lassen. Schlecht. Lass Oboa in Ruhe, er ist gerade in unsere Gruppe gekommen. Yeah, das ist gut. Liebes. Ich glaube, wie euch aufgefallen ist, ist das Problem, das ich habe. Ich habe ein Problem, Leute. Ich kann nicht aufhören, dumm zu sein. Aber daran kann man vorbeisehen. Natürlich auch an meinen Fähigkeiten zu übersetzen, aber... Ich mag das Spiel einfach zu sehr. Ich liebe es. Das sind ganz viele kleine Spinnen. Ich habe den Spinnenkönig... Okay. Kleine Skorpione, ich habe den Spinnenkönig schon besiegt. Da ist ihr Anführer. Ein epischer Kampf zwischen Gut und Böse. Oh, das ist wirklich der Anführer. Und er kann saugen. Autsch. Oh, oh. Okay. Okay. Ich hab's verstanden. Meteor Slash. Natürlich, Gift. Was hätte das sonst sein sollen außer Gift? Yeah! Nicht yeah. Yeah, ich hab dir deinen Schwanz abgeschnitten. Ich glaube, ich möchte als erstes den da hinten loswerden. Yeah! Ausgezeichnet. Und dann möchte ich den loswerden. Hey, hab ich deinen Schwanz abgeschnitten? Ja, sorg mich halt aus. Oh. Das ist nicht gut. Gefällt mir gerade nicht. Wie gefällt euch denn ein Schuss aus der Pistole? Nein, ist nicht das Wahre. Natürlich. Lass du deinen Schwanz nachwachsen? Alle vergiftet. Ja, natürlich. Das ist gut. So liebe ich meine Heiltränke, wenn sie auf alle gerichtet sind. Gut, gut. Und jetzt schnibbel ich deinen Schwänze ab. Yeah. Nein. Böse. Böses Blue Blue. Ganz böse. Ich schnibbel dir deinen Schwanz ab. Yeah. Nein. Warum ist es denn so schnell? Spüre es aus. Mist. Das könnte noch ein bisschen dauern. Jetzt schneide ich dir deinen zweiten auch noch ab. Nein, nicht. Okay. So, jetzt können wir ihm noch ein... Natürlich. Warum bist du so schnell? Das gefällt mir gerade nicht. Das gefällt mir wahrhaftig nicht. Ah, jetzt sieht es schon besser aus. Yeah. Nochmal. Und dann bist du tot. Das war ein harter Kampf, Leute. Ah, es gab aber gute Erfahrung.
25 schon, ich weiß noch, wo wir Level 1 waren. Das waren Zeiten. Urasula Schwanz. Und ein Sack. Eine Kiste. Argorian Klamotten. Kann es sein, dass der Schwanz vielleicht eine Waffe ist? Kann das sein? Oh ja, natürlich, ein Speer. Das gefällt mir. Und die Klamotten? Klamotten, wo sind sie? Wo sind sie? Wo seid ihr? Oh. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, da unten. Das war ein Item. Das wähle ich mal aus, hier, oder? Brauchst du den Speer nicht mehr? Du nimmst jetzt das hier. Yeah. Das kann Gift machen. Ist gut. Ich mag Gift. Außer auf meinen eigenen Leuten. Das ist eklig. Das versteht sich doch von selbst. Genau das gleiche ist es mit Essen. Ihr solltet niemals etwas essen, das vergiftet ist. Ups. Ich sag euch, irgendwann komme ich noch mit der Steuerung klar. Aber vorerst gehen wir wieder zurück. Ah ja, ich weiß genau, wo ich hin wollte. Ich wollte zu dem da. Nee, das sieht ausgesaugt aus. Ich wollte da rein. Genau hier rein wollten wir. Wer bist du? Gib mir! Ich geb dir gar nichts. Oh. Ein sehr unter Drogen. Er ist wohl sehr unter Drogen. Das war nicht witzig. Yeah. Natürlich. Ab hier vergiften alle. Wie konnte ich das nur vergessen? Yeah. Oboa. Das ist ein Level Up. Oh, das ist gute für HP. Gute Werte für HP. Das gefällt mir nicht. Was wird hier angebaut? Was ist das? Sind das Drogen? Was ist hier drin? Wiederbelebungen. Zählt das jetzt auch unter Drogen? Spritze ich mir hier etwa Drogen rein? Ah, das gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Mal ein paar Flächenattacken raushauen. Ausgezeichnet. Yeah. Nebel. Ah, natürlich. Natürlich. Das möchte mir alles nicht gefallen, was sie damit mir herstellen. Spüre den Donner. Nein, natürlich. Er schützt sich. Das kann ausweichen. Aber nicht mit mir, ich habe irgendwas. Ich glaube, das macht alles. Löst das alles auf? Ja, genau, das löst alles auf. Oh nein, meine Echse. Meteor Slash. Nicht schon wieder. Jetzt bist du tot. Gut, gut gemacht, gut gemacht. Ich mag meine Teamzusammenstellung momentan. Die hatte etwas Magisches. Und genug Tränke haben wir auch. Können wir mal nach Skills gucken. Er ist 50, du musst noch ein paar Level aufsteigen. 100. Kann ich jetzt das... Weltenschlitzer, yeah! Er ist gut. Equip. Wo ist mein Weltenschlitzer? Yeah, ich hoffe, der macht mir selbst keinen Schaden. Steht zumindest nicht dabei. Gehen wir mal eine Kiste. Oh, Naturalisten-Handschuhe. Nope. Ah, der hatte zwei Waffen. Stimmt. Ziehen wir die mal an. Ein bisschen weniger Angriff kann ich. Ist auch nicht schlecht. Wir müssen immer auf der Hut sein. Riecht ihr das?
Das ist doch Opium. Ihr nehmt hier alle Drogen. Die Welt verschlingt die Armen. Sie sind der Treibstoff für die Maschinen der Reichen. Komm, finde Erlösung vor ihren Maschinen. Nein, ich werde dein Opium nicht anfassen, Ara. Du bist doch zu jung dafür. Ja, natürlich. Autsch. Bleib davon weg, Ara. Du bist zu jung für Opium. Ich weiß es. Was würde dein Vater sagen? Müssen sie alle ausrotten. Autsch. Und jetzt kommt es, der Weltenschlitzer. Yeah. Das ist Männlichkeit. Natürlich hast du dich jetzt verwandelt, aber jetzt hast du keine Rüstung mehr davor. Jetzt kann ich dich einfach so schlitzen. Der Drogensüchtige ist noch da. Verdammtes Opium! Was war in der Flasche? War das etwa dein Urin? Das ist ja ekelhaft! Könntest du mal aufhören, Ara mit Urin zu bewerfen? Das arme Mädchen ist schon genug geschockt. Ich meine, jeder hasst ihren Vater. Und sie kann nicht reden, weil sie eine komische Krone auf dem Kopf hat. Und dann wird sie auch noch mit Urin beworfen. Das ist ekelig. Kein Mensch möchte Urin an sich haben. Außer vielleicht über Fußpilz, da soll es helfen. Ein Schwein? Du kommst sehr, sehr tief. Wir werden durchgehen. Verkauf deine Drogen woanders. Drogen? Das sind Wurzeln. Die Wurzeln von allem. Und du hast deinen Kopf verloren. Du bist einer der Söhne vom Imperator, nicht wahr? Warum bist du mit diesem Schwein? Wir suchen nach einer Farm. Und jetzt geh weg, Müll. Bist wohl müde geworden von den lebenden Farmen des Imperiums. Da waren hier auch andere Schweine. Ihr beiden werdet es nicht schaffen. Das befürchte ich. Natürlich. Oh. Okay. Das ist nicht gut. Hör auf, Ara, Drogen zu verabreichen. Das ist noch ein Kind. Autsch. Ich brenne. Weltenschlitzer. Natürlich. Natürlich kam ein Weltenschlitzer. Diese Drogensüchtigen. Immer die gleichen. Aber egal. Steckt einfach meine Ara unter Drogen. Yeah. Du lebst nicht mehr lange, Drogenmann. Du mit deiner großen, ziemlich gemütlich aussehenden Hütte. Kann ich besiegen? Mit Schlangenzunge. Yeah. Geht es dir gut? Ignoriere alles, was von diesen Pflanzen ausgeht. Das sind nur Halluzinationen. Wenn du ihnen zu sehr unterliegst, dann verlierst du deinen Halt in der Wirklichkeit. Sie haben Wurzeln in dich gespritzt. Sie verwurzeln sich in dir. Das ist nicht gut, Ara. Keine Drogen. Ich hab's dir schon mal gesagt. Junge Dame. Ich höre auf deinen Puppenspieler. Das ist die Stadt der Naturalisten, ein Armenviertel. Axis Königreich ist im Westen von hier. Aber ein paar Worte der Warnung. Bleib von jedem fern, der aussieht, als könnte er kämpfen. Sie können zwar nicht weit sehen, aber sie werden dich bemerken. Ein Schwein, das in die Nähe von Echsen kommt, heißt immer Ärger. Okay, du kannst kämpfen, ich bleib dir vom Leib. Ara, sieh. Ein anderes Orakel des Imperiums. Er versucht dort, einen Bund mit den westlichen Naturalisten zu schließen. Aggressive? Was heißt aggressive? Habe ich etwa auch schon Wurzeln genommen?
Aggressive. Aggressive, da steht es. Ja, natürlich. Aggressiv. Hä? Der Imperator ist wirklich aggressiv geworden in seinen alten Tagen. Ich wundere mich, wenn er so interessiert ist in den Naturalisten, warum zeigt er sich nicht selbst? Warum beehrt er uns nicht mit seiner Präsenz? Die Naturalisten sind für alles offen. Warum ist er es ja nicht? Ja, ja. Wir möchten nicht mit den Orakeln reden. Wir möchten mit ihm reden. Ich verstehe. Viele Aktionen des Imperators sind Scrutini. Natürlich. Das ist seltsam. Oh, ich hab's. Da ist es. Kontrolle, Prüfung. Ja, viele der Taten des Imperators stehen nicht unter Kontrolle. Keine Ahnung. Natürlich, Entschuldigung. Wenn der Thron in den Reichweite ist, wird die Zivilisation sich verändern. Das versprechen wir euch. Er ist in der Unterzahl. Lass uns einen Weg dort hochfinden und ihn zusammenhauen. Das würde keinen Unterschied machen. Der Imperator hat keine Interessen in den Naturalisten fürs Labor oder Kriegssachen. Er hat genug für sich selbst. Das ist nur für religiöse Stärke. Mit zwei Sekten, die stehen, sein eigenes Imperium wird niemals Zusammenschluss erhalten. Es wird niemals den kritischen Augen entkommen. Das ist der einzige Weg, um Rebellen zu stoppen. Wenn es keine Balance gibt, Zusammenhalt gibt, kennt keiner den Weg der Welt. Das ist das Einzige, was wir gegen ihn unternehmen können. Die Sünden des Imperiums den anderen zeigen. Wenn das Imperium allein wäre, würde es einfach nur normal werden. Ich werde dich töten. Ich werde dich aufschlitzen. Du blockierst mir den Weg, Dicker. Ich gehe da rein. Ja, natürlich. Oh ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Nope. Nope, habe ich gesagt. Was verstehst du nicht unter Nope, Ara? Da unten ist es gefährlich, da darfst du nicht hin. Aber diese Kiste darfst du nicht. Oh, Tränke. Gut gemacht, mein Kind. Nun führe den Befehl deines Puppenspielers weiter aus. Du hast keine Kontrolle über deinen Körper. Ich bin derjenige, der dich steuert. Ja, natürlich. Shish. Ich muss wahrscheinlich doch da rein. Sollte man meinen. Hört man sagen, reden. Oh, ein Schmied. Sieh zu, dass es niemand bemerkt, dass du ja irgendwas kaufst, Schwein. Natürlich nicht. Oh, Obsidian Schwert. Obsidian Skimitar. Das nehme ich einmal. Wir müssen mal Waffen verkaufen, das ist wichtig. Das ist Aras Schwert, das verkaufe ich mal nicht. Phantomlachen. Weg damit. Sehr Skimitar. Weg damit. Goldbult-Muskete, Dormant-Muskete, Fireburst-Kanon, Arok-Speer, Guardian-Speer, Obsidian-Skimitar, was brauche ich noch? Copper, Leather, Copper, Rook. Alles weg, brauche ich nicht mehr. Eisenhelm, Hidden Code, Reinforcement Armor, Steel Code. Teal Hood, Stahl Armor und kaufen.
Was brauche ich noch? Brauche ich nicht. Obsidian Armor. Den bräuchte ich zweimal, ich kann mir nur einmal leisten. Das ist dumm. Ich nehme ihn einmal mit. Ah, ich habe kein Geld. Vielleicht mache ich noch irgendwas falsch, aber ich habe kein Geld. Yeah. Yeah. Aber so geht es. Ein bisschen aufrüsten. Okay. Was ist daran besser? Was ist doch schlechter? Scherze nicht mit mir. Okay, wie es aussieht, sind hier nur Händler. Lalalala. Was ist hier? Ein Bett, kann ich da drin schlafen? Oh ja, natürlich. Guten Morgen, Ara. Ja. Hast du dich ausgeruht? Geht es jetzt weiter? Wir müssen den Nächsten töten. Auch. Okay. Okay, Ara. Ich weiß, du findest es lustig. Aber das machen wir nicht noch einmal. So langsam bin ich erzürnt. Wir gehen jetzt mal wieder zurück und suchen uns einen anderen Weg. Irgendwo werde ich ja durchkommen. Nö. Natürlich nicht. Wahrscheinlich muss ich den da oben klatschen. Wohin denkst du gehst, du Schwein? Da gibt es kein nichts, was Eile hat. Oh, deine Evasion ist up. Natürlich. Natürlich. Jetzt kommst du. Oh, das macht einen Damage. Guten alten Damage. Ah, Schärfen. Wie der Dieb mal so keine Chance hatte. Aber das soll uns nicht relativ weiter stören. Wir gehen da rein. Oh ja, yeah, natürlich. Aha. Unsere Vorfahren lebten einst in den Untergrundtunneln. Unsere eingegrabenen Häuser sind eine alte Tradition. Natürlich, ne? Oh. Oh, hier gibt es Wasser. Das hier. Limestone. Was ist das? Ein Schwein, was machst du hier? Ich sollte nicht fragen, was du hier in der Stadt machst. Niemand kommt so weit nach Westen mit und hat immer noch seinen Kopf. Ich hab dir nichts getan. Du Lieferant. Ich will nur meines Weges gehen. Du siehst doch, wir haben auch einen von euch dabei. Oh, du hast. Das ist cool. Seltsam, dass das immer wieder kommt und immer dasselbe. Aber egal. Oh, da kann man hoch. Ja, natürlich. Was haben wir denn? Oh, Schatzkiste. Ein Bernstein-Diamant, aber den, ja. Ist wertvoll. Hat man mir gesagt, habe ich gehört. Oh, was ist das? Was ist das? Das sieht aus wie ein Schildkrötenkopf. Das ist Argur. Die Vorfahren der Seer. Die Weinpeddlers beten sie an. Sie tragen selbst falsche Schalen, damit sie die imitieren, die wir einst verloren haben. Argur lebten tief im Untergrund. Aber als die Welt sich veränderte, kamen sie an die Oberfläche. Sie wurden zu den Seer, die ihr heute kennt. Ich frage mich, ob sie mit den Uluk verwandt sind. Die Seer mochten es ja, mit den Arg zu kämpfen.
Sie haben seltsame Maschinen gebaut, genau wie Axis. Wahrscheinlich waren es Sie, die ihn da mit eingebunden haben. Sie waren eine sehr intelligente Rasse. Aber zum Kosten jeglicher sozialer Strukturen. Die Kultisten werden heimgesucht von ihrer eigenen Vergangenheit. Sie geben ihre Halluzinogenen weiter als Erleuchtung, als Wissen. Das muss wohl der Grund sein. Vielleicht wollen sie ihre alten Leben weg, zurück. Seid ihr sicher, dass ihr und die anderen über eurem Imperator seid? Mit dem, was wir gesehen haben, kann der Imperator nicht richtig liegen. Natürlich. Oh, ein Relikt. Ausgezeichnet. Was machen die Soldaten hier? Das ist unfair. Hört auf damit. Schweine. Was? Was? Ara kann reden oder sind das Gedanken? Was tun sie da? Ah. Es ist nur eine Wachstumsphase. Genau wie rebellierende Kinder. Das wird wieder vergehen. Keine Angst. Es ist unmöglich für sie, irgendjemandem zu schaden. Unsere Legende ist sicher. Alte Leute schmiedeten schwarze, Schlangen erschlagende Schwerter. Nur eins blieb. Eine Waffe, geschmiedet, um den Bernsteingott niederzustrecken, der korrumpiert war. Mit dem Willen, den Drachen zu töten. Ich lag falsch. Es ist nur eine Wachstumsphase. Oh. Da ist nochmal so eine. Wunderschön, wunderschön. Ich will dieses Schwert haben. Man bringe es mir. Hm. Wo sind wir? Was ist das? Nein, das ist eine Wurzel. Ich will sie haben. Ich will sie haben. Ara, Ara, nicht anfassen. Es hätten Drogen sein können, Ara. Das weißt du ganz genau. Dein Vater hat dir alles beigebracht, außer Finger weg von harten Drogen. Darauf liegt kein Segen. Nur die alte Welt. Die Old World. Maden kriechen auf dem Boden. Nur um andere Maden zu essen. Das ist der Lauf der Dinge. Eine Made wird von einer Made gegessen, nur um dicker zu werden. Da unten ist ein Schleimiger. Gehen wir mal zu dem Schleimigen. Oh, da ist einer gestorben. Das blaue Mädchen, du bist zu spät. Dieser Ort, diese seltsamen Kreaturen überall. Blau, blaue Monster. Natürlich. Das ist ein Fisch, du Trottel. Das ist wahrhaftig ein Fisch. Aber das ist kein blaues Monster. Ich glaube, das meinte er nicht. Yeah. Autsch. Es möge sterben. Autsch. Es geht zu weit. Das geht eindeutig zu weit. Aber... Welchen Schlitzer? Yeah! Autsch! Noch ein Donnerschock! Das macht gut Schaden! Aber der darf dreimal angreifen, das mag ich nicht. Der darf viermal angreifen, das mag ich nicht. Ich bin nicht amüsiert, Fisch. Ich bin nicht amüsiert. Nein? Nein? Seht ihr mein Lachen? Nein, ihr seht mein Lachen nicht. Ihr seht gar nichts von mir. Aber davon mal abgesehen, bin ich nicht amüsiert. Gehen wir weiter. Oh, noch mehr Drogen. Noch ein Viehsperr. Natürlich sind es zwei, oder? Natürlich. Autsch. Kann ja nicht bei einem bleiben. Nein, es müssen immer gleich zwei werden. Yeah.
Vielleicht haben sie meine Agilität runtergehauen. Los, Ober. Oboa. Wissen wir, was mir aufgefallen ist? Wenn man das O wegnimmt von Oboa, heißt es Boa. Boa Constrictor. Das ist mir doch gerade aufgefallen. Ey. Natürlich, warum dürft ihr so viel hier? Warum ist meine Agilität so runter? Blöden Viecher, ihr blöden Viecher. Diese dummen Kreaturen. Sie können nichts außer dumm sein. Warte mal auf anzugreifen. Hallo. 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 Danke. Bam. Ist das schlimm mit denen? Das ist mein größtes Übel. Natürlich, hör mal auf den armen Rock anzugreifen. Du willst es nicht anders? Ich mach aus dir Fischstäbchen. Ich werde Sushi aus dir machen. Sushi? Kurzes Statement, Leute. Ich hasse diese Fische. Ich hasse sie. Verbrennung, Vergiftung und Drogen, alles in Ordnung, aber... Ich glaube, Agi verlangsamen ist das Schlimmste, was man hier haben kann. Weil man dann einfach nicht mehr drankommt zu agieren. Man kommt einfach nicht mehr dazu. Rebellenhelm! Natürlich! Das habe ich gebraucht. Ja, da ist er. Yeah! Das habe ich benötigt, das... Danach habe ich gesucht. Oh, boah, lern mal einen Skill, bitte. Ah, deals damage instantly. Nein, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Aha. Ich weiß nicht. Hm? Das ist doch gut. Feuerdamage für immer. Yeah. Das war wahrscheinlich nicht das Intelligenteste, aber... Feuerdamage für immer. Stell dir das mal vor. Die macht immer Feuerdamage. Noch ein Mensch. Du wirst hier sterben. Natürlich, er hat eine Sense. Ich will auch eine Sense. Gib mir eine Sense. Gib mir deine Sense. Yeah, jetzt mache ich Damage. Ich will deine Sense. Nee, ich will keine HP ab. Level up. Nein. Nein. Wir bleiben hier bei den Drogen. Und wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Ciao.